Hallo, du Träumer da draußen. Herzlich willkommen hier in meiner Traumwelt und bei dem Spiel Dreams. Heute zeige ich mal drei Spiele von anderen Spielern, was die so gebastelt haben. Und ich habe mir gedacht, ich fange mal mit diesem Spiel an. Da ist man ein kleines Wesen, das halt bestimmte Sachen finden muss. Ich fange da mal an. Ich habe schon mal in zwei Runden hier reingeguckt, um mal zu testen, wie da die Steuerung ist und so weiter. Wie das halt im Ganzen so aussieht. Und es ist einfach ganz nett gemacht. Also, es gibt hier in diesem Spiel, wie man oben links sehen kann, so eine Art zwei Diamanten, die man halt finden muss. Und die Diamanten sind halt versteckt, die können überall sein, aber da ich schon mal eben kurz hier reingeguckt habe, weiß ich, wo die sind. So, wenn man jetzt die halt gefunden hat, dann hat man halt diese Level abgeschlossen. Und sowas kommt einem bekannt vor, so bei... aus der, weiß ich nicht, Mario-Reihe, wo dieser kleine Pilz, den man ja spielen muss, halt auch immer so, ja, auf so einer Art Würfelinsel immer war, und dann konnte man halt den Würfel immer so drehen und so bewegen und so weiter. Und ja, da spielt man jetzt den kleinen Toad, und der muss auch dann hier und da, glaube ich, auch mal Diamanten oder was finden, um halt das Level dann zu beenden. Und das erinnert einen halt irgendwie da dran. So. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt drehe ich hier. Jetzt muss ich hier lang gehen. So. Mal gucken. Hier ist wieder eins. Dann gehe ich mal hier hoch. Und ich muss sagen, das gefällt mir. So, da bekommt dann derjenige, der das halt gebastelt hat, gleich noch einen Daumen nach oben von mir. Jetzt muss ich halt noch mal gucken, wo noch die anderen Dinger sind. Ich brauche 6. Also 6 Diamanten meine ich. Warte mal, hier unten, genau da. Da ist noch einer. So, oben habe ich gleich 2 geholt. Das ist gut. So. Dann da noch. Wenn ich jetzt da runterfalle, dann bin ich halt da unten wieder, wo ich hier eigentlich herkomme. Wo ist denn noch was? Nein, da ist nichts, da ist nichts. Wo ist denn noch was? Im Moment sehe ich hier die anderen 2 nicht. Da fehlen noch 2. Wo sind die denn? Hier oben sehe ich auch nichts. Hallo? Hep? Ist hier noch irgendwo einer? Ich sehe im Moment keinen. Wo haben wir da? Moment, ich glaube, war ich da schon? Nee, da war ich noch nicht. Ach ja, ich muss da runter, genau. Da war ich noch gar nicht. Hep. Und hep. So, jetzt muss ich hier runter. Da sind die letzten beiden. So, Ausgang erreicht. Ja.
Das ist dieses Ding, dieses Spiel. Ich gucke nochmal eben bei 3 rein. Das ist ein Spiel, das halt auch Spaß macht, das ein bisschen zum Nachdenken anregt, sag ich mal. Ein Knobelspiel, so würde ich das mal bezeichnen. Jetzt habe ich hier so einen Baumstamm. Was mache ich damit? Kaputt. Okay. Ah, interessant. Okay. Ah, komm, hier ist eine. Jawohl. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Okay. Fehlen noch 2. Hier unten sind die nicht. Ach, da muss ich wieder was werfen. Aber dann muss ich ja mit dem Ding klettern können. Das geht sogar. Okay. So, hepp. Alles klar. Ah, die zwei sind hier, siehst du? Gut. 7 Minuten auf der Uhr. Das reicht jetzt. Alles klar. Und das geht ja noch weiter. Okay, bis 7 und dann wäre Ende. Ich gehe mal hier raus. So, gebe mir denen einen Daumen nach oben, weil das gefällt mir. Das macht Laune. So, mal gucken, was haben wir denn noch? Ich habe keine Ahnung. Was nehmen wir denn noch hier? Vielleicht sowas hier. Mal gucken. Sieht nach einer Art Mario Kart ähnlichen Rennen aus. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Omi, Stanley. Ah ja. Okay. Ja. Mario Kart lässt grüßen, ne? Würde ich mal sagen. Okay, mit Hindernisse hier. Genau, sogar auch mit. Uiuiuiui. Ui. Au. Uiuiuiui. Okay, fliegen auch. Das ist Super Mario Kart Deluxe oder was? Wir gleiten hier übers Wasser. Uiuiui. Ui. Ich habe einen abgeschossen. Super. Oh, was bewegt sich denn da? Ah, ich kann sogar auch nach hinten gucken. Richtig weit vorne sein hier. Hier. Ach, da war einer. Hallo. Wo kommt der denn her? Oh. Das war wohl so eine Art blauer Pilz oder so. Hm.
Wollte ich das mitnehmen? Interessant hier. Was kriegen wir jetzt? Oh, naja. Was? Eine Entenbombe. Alles klar. Und eine Rakete habe ich. Kann man hier abkürzen oder so, was in der Art? Durch die Lava-Höhle. Eieiei. Ja, letzte Runde. Oh, ja. Vorsicht, Banane, so ungefähr. Ei, den habe ich noch erwischt. Ich hab eine Schutzschildung. Ein Kraftfeld hier. Ui. Okay. Der andere ist einfach zu weit vorne. Da kann ich nichts mehr machen. Mitten durch natürlich. So eine Küstenlagune oder so in der Art. Vorsicht, Kugel. Und ich habe noch eine Rakete. Aber der ist so weit vorne, der andere Gegner. Der kann ich nichts mehr machen. Eieiei, ja super, was ist das denn? In der letzten Kurve kriege ich den irgendwie noch und dann bin ich noch erst da. Wie geil war das denn? Das war natürlich alles so gewollt, ich wollte es ein bisschen spannend machen. Ah, geil. Ja. Das war also dieses hier. Das war doch ganz nett. Krieg einen Daumen nach oben natürlich. Das ist ein Spiel, das macht Spaß, das macht Laune. Vor allem, wenn man dann halt das auch mit mehreren spielt. Gut, was kann man denn noch angucken hier? Hier gibt es so viel. Wie wär's denn hier mit Galaxy Cadet 2020? Okay. Eieiei. Ich würde mal sagen, so ein bisschen was von Galaga, wer das Spiel kennt. Mit dem Namen Galaga oder Space Invaders, sowas in der Richtung. Eieiei. Unten, dann kam ich nicht mehr weg. Ja, gibt's aber ehrlich gesagt bessere. Gut, dann gehe ich immer wieder raus.
wollte nur 3 zeigen, aber das ist jetzt für mich nicht so besonders. Dann kann ich ja nochmal ein anderes zeigen. Wie wäre es vielleicht mit dem hier? Sieht auch nach Weltraumabenteuer aus. Blade Gunner. Mal gucken. Blade Gunner. Okay, was das hier soll, weiß ich nicht. Kann ballern, aber es kommt da kein Gegner. Na gut. Jetzt aber. Ah! Was soll ich davon halten? Jetzt so auf die Art Weltraumabenteuer ist das auch nicht so meins. Ja. Bam. Okay, gut, dann beende ich das mal. Ja, ist jetzt auch nicht so meins, aber ich meine von der Aufmachung her und so ist es gut gemacht oder so. Okay, dann gehe ich ins Hauptmenü und bin dann wieder bei mir und ja, sage danke fürs Gucken und dann bis zum nächsten Traum, ne? Mal sehen, was du dann träumst oder ich. Oder wir. Mach's gut. Bye, bye.